Ich muss dazu sagen, ich kenne Steini nicht. Sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich bin gespannt, was er für eine 4000-Euro-Sammlung hat. PSA 10 graded. Meine Freunde, vielen Dank, dass ihr mir eingeschaltet habt. Steini, neues. Das sind meine gegradeten Pokémon-Karten. Ja, Ladies, da ich euch im letzten Video meine VGAs gezeigt habe, meine Wertanlagen, habe ich noch weitere Wertanlagen am Okay, Start, und cool. zwar Bin gespannt. Pokémon-Karten, wo ich Ich hätte auch Bock, tatsächlich seine VGA-Sammlung mehr anzugucken. Potenzial sehe, weil sie. Er sagt's gerade, er sieht in Pokémon-Karten mehr Potenzial als in Videospielen, sehe ich ganz genauso. Definitiv. Ich mag ihn jetzt schon Sich irgendwie. der Markt gefühlt immer so in ultra krass kurzer Zeit, der explodiert auf einmal einfach. Ja? Da sind immer so extreme Phasen mit drin. Nicht bei allen Sachen von Pokémon, aber gerade die ersten. Ja? Diese allererste Edition, die Karten, womit einige von euch, wo ich damals mit geschnibbelt habe. Ja? Da Ein wurden Base-Set, mit ja. einigen Karten, die hat man geschnibbelt, und da denkst du dir heute, Scheiße, davon hätte ich mir drei Häuser kaufen können. Einmal komplett im Bahn drin. Weil, wie gesagt, der Markt da einen kleinen Boom gekriegt hat. Schmidti hat die Karten, glaube ich, noch mal oder einige etwas günstiger geschossen wie ich am Ende. Ich habe so den allerletzten Sprung noch geschafft gehabt, bevor es wirklich dann ja, phasenweise schon ein bisschen schwieriger wird mit dem Investieren. Maybe, maybe not. Keine Ahnung, wo die Karten am Ende hingehen. Guck mal, das Ding ist halt, investieren ist immer so eine Sache. Ja, also du kannst jetzt noch gut investieren. Auch jetzt noch eine Messi-graded Card zu holen, ist okay. Die kostet zwar schon 100.000 Euro, aber die wird halt auch noch teurer, ne? Also man investiert in dem Sinne immer. Es kommt halt immer so ein bisschen auf den Geldbeutel an. Und ja, ich denke, das Base-Set stirbt nie aus, ne? Sagen wir starten einfach mal mit dem ersten Pärchen. Und zwar starten wir mit einem Starter-Pokémon, ja, oder mit eines der Starter-Pokémons. Bisasam, erste Edition von 1999, Ladies and Gentlemen. Natürlich eine 10 hier, das ist natürlich In klar. Deutsch aber. Versteht sich von selbst. Ja? Also eine 9 nehme ich nicht, wir nehmen eine 10. Sensationell, wenn du die Dinger hier auf einmal wieder in der Hand hast. Das war eine sehr, sehr geile Zeit damals, muss ich sagen. Ne? Ich habe das Spiel. Bisasam in der 10 ist natürlich auch wirklich angestiegen. Ich weiß noch, vor 2 Monaten hat die Karte so 100 Euro gekostet. Ja, jetzt kostet sie 400. Ist schon krass. Spiel nie gezockt damals. Man konnte ja auch spielen. Gefühlt wusste aber damals niemand, wie das funktioniert. Man hat die Karten einfach gesammelt. Und ein Bisasam war gefühlt in jedem Pack drin. Ja? Hier sprechen wir von einem Preis. Für Bisasam habe ich bezahlt 160 Euro. Der geht mittlerweile weg für 250 aufwärts, 300 aufwärts. Innerhalb von 2, 3 Wochen ist das einfach Peng gemacht. Ne? Einfach Peng gemacht, keine Ahnung. Sensationell, sensationelles Ding. Wie gesagt, da habe ich zum richtigen Zeitpunkt nochmal zugeschaut. Ist halt wirklich auch eine schöne Karte, ne? Die Starter sind halt extrem beliebt. Das siehst du hier auch wieder. Er will direkt Bisasam, Glumanda und Chigi haben. Und wahrscheinlich Weil Pikachu. jetzt zahlst du dich dumm und dämlich. Ja, natürlich habe ich dann auch, wenn ich Bisasam habe, habe ich auch Bisaknosp. Ja, da geht auf jeden Fall ein Kuss raus an Schmidti, weil den hatte mir Schmidti zugeschickt. Der kam aus Österreich, der war bei 100, boah, lass mich nicht lügen, 145 Euro meine ich. Ebenfalls erste Edition, PSA 10, auch von 99, somit Release alles. Okay. Hier in Deutschland zumindest, die Karten sind beide auf Deutsch. Deutsche Edition, deutsche erste. Würdet ihr eher deutsche Karten oder englische Karten sammeln? Erste Edition. Geil. Sehr, 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 sehr geil. Auch die Karten, wie gesagt, die springen ziemlich gleich. Das sind vermeintlich. Muss dazu sagen, der Preis ist immer noch nicht so ganz günstig, oder? Immer noch nicht so ganz günstig. Ja, ich finde Deutsch irgendwie auch Ich glaube, cooler, bei niemand ist Base-Set. aber Starter-Pokémon sehr, sehr begehrt. Das Coole ist, ich habe aktuell das ganze Holo-Set in First bei PSA liegen. Ja, wir gucken uns das natürlich gemeinsam an, wenn das wiederkommt. Ich denke mal, da sind auch einige Neuner dabei. Das Glurak muss safe eine 9 sein, das sah wirklich schick aus. Eine 10 wird es nicht sein, aber eine 9 ist das. Bin gespannt. Und ich habe die Karten extrem günstig geschossen in dem ganzen Ordner halt. Ja, und auch, ja, also die Wertsteigerung in den letzten Wochen war echt für mich ein bisschen beängstigend, wie schnell das ging. Naja, die Wertsteigerung ist entstanden, weil Logan Paul halt Videos macht, weil Collectibles Guru in dem Sinne halt auch dieses Fake-Opening, beziehungsweise, was heißt Fake-Opening, das Proxy-Display geöffnet hatte, ist natürlich wieder Wirbel. Und aktuell ist das Thema halt heiß. Aber ich denke, dass demnächst halt vielleicht nach dem 25. Geburtstag die Preise auch wieder fallen.
Ja, wir sprechen jetzt hier nicht von Zehntausenden von Euro, noch nicht. Der Preis ist einfach schon gefühlt verdoppelt in so kurzer Zeit. Die Dinger werde ich erstmal natürlich halten, ganz klar. Erstmal sieht das geil aus, wenn die in Vitrine stehen. Ist einfach Nostalgie. Ja, das ist einfach absolute Nostalgie. Pokémon immer Liebe gewesen. Ich bin gespannt, wo die Dinger hingehen werden. Ja, also, mein lieber Scholli. Wir starten mit Starter-Pokémon und wir machen weiter mit den nächsten Starter-Pokémon. Weiter geht's mit Shiggy. Ja, hab ich doch gesagt. 99, deutsche Edition. Wir sprechen hier von einem Preis 165 Euro. Englisch ist doch wertstabiler, oder? Ja, ist wertstabiler, weil du halt einen größeren Markt erreichst mit deiner Karte dann. International ist halt immer stark, würde ich sagen. Wo habe ich für diese Karte hier hingeblättert? Den kriegst du für gar nicht mehr. Also ich sehe nirgends so etwas, wo du einen Shiggy kriegst. Abgesehen 380 Euro, meine ich gerade. Bin gespannt, ob er einen Glurak hat. Bin echt gespannt. Ist einer drin gewesen. Die Preise variieren natürlich. Ja? Also nur weil ich jetzt hier sage, das hat sich alles verdoppelt, heißt das nicht, dass das auf lange Sicht so bleibt. Ja? Oder ihr mit den Dingen hier Plus macht. Das sind Angaben ohne Gewähr. Ja? Also wie gesagt, jetzt nicht denken, boah, ich kaufe das jetzt und ob jetzt safe steigt. Das ist ja alles Spekulation. Aber wie gesagt, für mich das ist absolut Kindheit, das Zeug hier. Und einen Shiggy, du hör mal. Hardwork auch einfach niedlich, ne? Und es war im fucking jeden Pack drin, diese Karte. Und du hast sie geschnibbelt, du hast sie rumgeschnibbelt. Sieht halt wirklich schön aus, ne? Die Karte ist so. Ne? Ehrlich nicht. Shillock, günstiger bekommen. Shillock aus Frankreich, ist aber ebenfalls eine deutsche Edition. Ebenfalls PSA 10, erste Edition von 99, 120 Euro. Der ist richtig teuer. Schmidt hat für den, meine ich, 99 bezahlt. Zweistelliger Bereich. Schick. Zeitnah versucht, die ganzen Starter an Land zu ziehen. Auch die kriegst du nicht mehr. Du findest gefühlt keinen Shillock aktuell. Außer aus Amerika, da kommen dann Shippingkosten drauf und halt auch. Kauft euch aktuell keine Starter, die sind viel zu teuer, ja? Also die Preise, die er bezahlt hat, sind gut, aber aktuell, Und ja, die Dinger sind von 99, Bruder. Der nächste in der Runde ist ein Sexy Glumanda, was von den Startern, die ich bisher gezeigt habe, jetzt schon der teuerste ist. Geil. Also hier reden wir phasenweise. Ich habe Karten gesehen, die sind für 400 aufwärts weggegangen. Ist natürlich auch eine schöne Karte, ne? Ist halt Glumanda, Mann. Komm schon, bitte. Hast du einen Glurak oder nicht? Ich glaube, die hat alle gekauft, aber ja gut, das werden wir nicht wissen. Kranke Kacke, wirklich. Also bei Glumanda übelst begehrt, weil halt auch das die erste Glumanda, habe ich natürlich auch noch einen Glutexu. Ebenfalls erste Edition PSA 10, 1999. Glutexu? Okay. Kannst du sagen, was du willst. Für Glutexo habe ich 145 Euro bezahlt. Das war aber auch die einzige Karte, die ich da noch gesehen habe auf eBay. Bei Glumanda. Glumanda habe ich mir ersteigert aus Deutschland tatsächlich. Glutexo kam auch aus... Wichtig, dass man das gespart hat. Glumanda war, wie gesagt, aus Deutschland. Da habe ich, wie gesagt, nur die 139 bezahlt und nicht noch irgendwelche anderen Sachen dazu. Ja, die beiden habe ich. Warum ich hier keine Endstadien habe, einen Turtok erste Edition, einen Bisaflor, einen Glurak PSA 10 erste Edition. Wenn ich einen Glurak PSA 10 erste Edition hätte, dann könnt ihr mir aber glauben. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Da wäre Rente da. Nur mal so als kurze... Was? Glurak PSA 10 ohne erste Edition ging auf eBay vor anderthalb Wochen. Einer ging für 6.800 weg, nicht mal erste Edition. Und ein weiterer ging weg für 7.400. Das Krasse ist, in der Mappe, die ich halt, beziehungsweise ich habe natürlich nicht die Mappe nach PSA geschickt, sondern die Karten aus der Mappe nach PSA geschickt, war halt auch wirklich ein PSA 9er, beziehungsweise in meinen Augen 9er Glurak drin. Turtok auch, Bisaflor auch. Also das ganze Base-Set in First Edition, ja, für 800 Euro bezahlt. Euro. Krass. Nicht mal erste Edition. Hätte der eine erste Edition gehabt, sprechen wir hier von Preisen 16, 17, 18, 19, 20.000 aufwärts. Aber weit aufwärts. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem einen Glurak mir geholt. Der ist jetzt von 2019. Das ist die Kinokarte von Glurak gewesen. Wenn ihr den Film geguckt habt, habt ihr diese Karte hier bekommen. Das Ding war hier, die war für 35 Euro drin und ist dann binnen 2,5 Wochen auf 110 Euro hochgegangen. Also unter 110 hast du die nicht gekriegt. Ist halt cool. Ist es aus Detektiv Pikachu. Aber eine Promokarte in dem Stil, weiß ich nicht. Klar kann man graden lassen, aber... Ah! Ein Glurak hätte schon sein müssen, komm schon. Klar ist teuer, aber trotzdem hätte ich mir das gewünscht, finde ich cool. Ich habe hier aus Deutschland eine Auktion gesehen, wo der bei 75 war. Ich habe 75 Euro geboten und habe den dann tatsächlich gekriegt. Der geht jetzt phasenweise für über 100, wird der gehandelt. Mal schauen, der ist von 2019, allerdings ja trotzdem irgendwo limited, wenn es eine Promokarte ist. Promokarten sind immer limitiert. Glurak immer sehr, sehr begehrt, sehr, sehr fettes Artwork. Keine Ahnung, wer den Film gesehen hat, den neuen, dann leider nicht. Bei Glurak kannst du sagen, da kannst du auch bis PSA 8, glaube ich, nehmen. Bei den Starter-Pokémon, sage ich euch ganz ehrlich, klar kann man da maybe auch eine 9er nehmen, aber bei den Startern, ich bin da sehr, sehr zufrieden, dass ich 10er habe, weil darüber geht nichts. Da bin ich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe alle Starter-Pokémon. Das Glurak gibt es, glaube ich, aus einer Tinbox. Ich dachte, die gibt's in einer Tin. Und eventuell im Kinofilm, das kann natürlich auch sein. Ich finde es jetzt nicht, aber verbessert mich, wenn es doch keine Tin war. Aber ich glaube, es gibt die Detektiv Pikachu Glurak Collection. Ich habe doch eine von Mewtwo auch aufgemacht. Ich werde jetzt sagen, alle Starter, kann nicht sein. Pikachu war auch ein Starter. Ist richtig. Den habe ich auch noch. Pika Pikachu, erste Edition. Ich wusste es doch. Ich habe doch gesagt, Glumanda, Shiggy, Bisasam und Pikachu safe.
Das sind nämlich die Karten, die sich alle holen. Alle. Deswegen sind die auch so teuer. Verstehe ich natürlich. Das Ding ist die Härte, ne? Also der ist die, da fällt mir gar nichts so ein. Der hatte eine Phase, wo nichts ging bei der Karte. Da habe ich auch reingeguckt, gab zu dem Zeitpunkt 68 Euro, 75, ja, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist doch Pikachu. Ja, da ist doch Pikachu. Wieso so billig? Billig. Und auf einmal hat das richtig geballert bei dem, ne? Das hat auf einmal richtig geballert. Ich habe mit Schmidt hier noch ungesessen, der meinte, oh, ah, Pikachu, Digga. Der will ich so wie Glumanda Shigi. Einfach die teuerste jetzt. Den habe ich tatsächlich noch verhältnismäßig günstig bekommen. Wir sprechen hier von einem Preis für Pikachu, ich bezahle 220 Euro. Overall komplett. Ja, der war halt in so einer Sammelbestellung mit drin gewesen. 220 Euro für Pikachu. Wo sich jetzt einige denken, oha, der geht aktuell zum Bieten weg für knapp 400 Euro zum Bieten. Hier gibt es noch eine Steigerung zu diesem Pikachu. Es gibt einen Pikachu, der rote Backen hat. Also nicht hier diese gelben Donnerbacken, Red sondern diese Cheeks. Da sprechen wir von einem Preissegment von 1,5. Shadowless, ja. Ich glaube, da ging einer weg für 2100 Euro zum Bieten auch. Der schallert wirklich gut. Ich bin gespannt, wann da eine kurze Pause kommen wird und der danach wieder steigen wird. Das sind Dinger, die du damals in den ersten Boostern ziehen könntest, abgesehen von dem Glurak. Ja? Und um das hier zu vervollständigen, wenn ich 750 Euro, wo einige sich jetzt sagen, da bist du komplett deppert. Bist du deppert, Junge? Muss aber sagen, ich habe hier irgendwo, ja, nicht wirklich einen Lucky Punch. Das Ding, du kriegst, wenn du immer mal wieder ein bisschen guckst, hier mache ich auch nichts falsch, ja, in naher Zukunft. Das ist halt nun mal eines der ersten Packs, je jemand von uns in den Händen gab. Chip. Oder geschweige denn in den Genuss gekommen. Habe ich auch noch einige hier. Die Stars Ananas. Ich glaube schon, dass da noch was geht. Ja, ich habe sowieso, ich zeig's euch. Ich habe sowieso noch einige Packs hier. Wer weiß, was wir damit anstellen. So sehen die aus, ja. Einige Gym, Jungle. Das ist ein englisches Set. Mhm, warte mal. Hier haben wir Fossile auch noch. Oh, hier. Neo Genesis auch. Auch ziemlich nice. Alles ungewogen, ja. Muss man dazu sagen. Die sind sogar First Edition hier, die Fossil. Ist schon sehr geil, muss man sagen. Hier habe ich auch noch First Team Rocket. Team Rocket ist ja auch eins meiner Lieblingssets, muss ich dazu sagen. Oh, da haben wir noch Neo Genesis, dann noch Base Set. Also wir haben ja noch wirklich einige Booster Packs. Ich will jetzt nicht alle rausholen. Aber da könnte man natürlich auch welche, wenn die in einem guten Zustand sind, nach einer Grading-Firma schicken und die bewerten lassen. Aber ich bin da irgendwie noch nicht zu gekommen. Aber vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Overall mehr Potenzial haben werden, wie die Spiele. Oder was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist aber noch nicht alles, was ich am Pokémon-Stuff habe. Und zwar habe ich noch ein einziges Mal investiert. Stand jetzt. Kurze Veranschaulichung dafür. Ein Display. Also eine komplette Box mit Boostern drin. Original verschweißt. Unberührt. Sprechen wir aktuell jetzt von einem Preis von 12.000 Euro. Ein original verschweißtes. Nicht mal erste Edition. Ist das Ding noch erste Edition? Reden wir hier von 30.000 aufwärts. Ich habe in diesem Karton 6 Displays drin. Von der Evolution Edition. XY. Diese meines Wissens nach eingestellt. Ja, ich blende euch hier mal ein Bild ein, weil ihr seht, das ist noch komplett versiegelt hier. Ja, das Ding hier, dieses Shop-Zeug, ist unberührt. Ja, das lasse ich auch drin, weil das zu meinem Kollegen wandern wird auf den Dachboden. Ja, ich habe noch einen anderen Karton, da wird es mit reinkommen. Damit da nichts drankommt, das werde ich hinlegen. Das werde ich 10 Jahre da oben liegen lassen. Und dann gucken, was passiert. Hierfür habe ich. Wer kennt Evolutions? 1.100 Euro bezahlt für alle 6 zusammen, die hier drin sind in dem Karton. Hier reden wir aktuell aber schon von einem Displaypreis einzeln. Über 200 Euro werden die angeboten. Auch zum Bieten gehen die phasenweise. Gehen jetzt aktuell für 500 Euro pro Display. Das heißt, 2 Displays sind dabei 1.000 Euro. 1.100 Euro ist ein guter Preis. Habe ich damals auch bezahlt, ja. Weg für 240, 250 Euro. Ja, weil die halt nicht mehr hergestellt sind. Hier sind unter anderem auch die alten Karten drin. Neu aufgemacht natürlich, ja. Aber auch da kannst du wieder so einen alten Glurak drin haben. Zum Beispiel, der ist dann halt nicht so viel wert wie Dings, wie der ganz alte. Ja, da sind halt auch Unterschiede, erste Edition, dies, das. Aber wie gesagt, wer sich dafür interessiert, informiert euch da. Macht da keine Schnellschüsse oder irgendwie sowas. Cool. Nach dem, oha, ich hab jetzt aber der ist sympathisch, der Dude. Ich kannte den gar nicht. Da musst du dich ein bisschen informieren. Ja, verrennt euch da jetzt nicht in Dinge und sagt, oha, da ist safe, damit kann ich reich werden. Am Ende des Tages gehört auch eine Menge Glück mit zu. Ich habe hier spekuliert, weil Schmidt mir auch hier wieder einen netten Tipp gegeben hat. Bin gespannt, wenn der Tipp scheiße war. Schmidt ist sein Kumpel oder wie? Aber das ist meine komplette Pokémon-Sammlung bis jetzt. Ja? Ich bin immer noch ein bisschen am Schauen, was noch so geht. Allerdings mittlerweile jetzt so, ich muss ein bisschen schauen. Jetzt haben andere Dinge gerade auch Vorrang. Ja, ihr wisst ja, ich renoviere meine Wohnung, wo auch ein Video kommen wird zur Küche. Ich dokumentiere das gerade noch ein bisschen. Das wird aber noch ein bisschen. Ey, ich würde mir so viel lieber Pokémon-Sachen holen oder irgendwelche Investments tätigen, als mir eine neue Küche zu holen, Alter, die man eigentlich gar nicht so braucht. Stein die Ehre. Ja, ihr mögt den, okay? Alles klar. Er ist auch ein sympathischer Dude, kann ich mir gut vorstellen. Aber wieso kauft ihr denn so viele FIFA-Packs? Ich denke mir das oft bei Monte, ne? Monte gibt so extrem viel Geld aus für Packs, anstatt dass er sich noch mehr VGA-Games holt. Zumindest, ja? Das macht ja schon mal mehr Sinn. Klar, man soll auch leben und so weiter und so fort, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Ja, all in all, ganz cooles Video, muss ich sagen. Wir gucken uns demnächst mal seine Games an, so. Ja?